Stell dir vor, du killst jemanden in Skywars und du bekommst eine Pizza von ihm geschenkt. Ziemlich lustige Vorstellung, oder? Genau das habe ich für random Spieler in Skywars getan. Wie er und die anderen Spieler reagiert haben, dazu mehr gleich. Vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sind kurz vor den 12.000 Abonnenten, würde mich freuen, wenn du mich unterstützt. In diesem Video bekommt jeder, der mich killt in Skywars, eine Pizza. Und nein, ich habe sie nicht extra fürs Video gemacht. Das Ganze machen wir mit Hilfe des Insider-Tags vom Battleline Client. Wir laufen also rum mit der Schrift über unseren Namen, ein Kill gleich eine Pizza. Übrigens, Freunde, es gibt Daily Streams auf meinem Twitch-Kanal, Feuerstein Live, ihr verpasst was, wenn ihr nicht folgt. Grüße gehen raus an The Playmaster, YouTube, Darky und Togix. Die drei haben einen netten Kommentar geschrieben. Wenn auch du gegrüßt werden willst im nächsten Video, schreib einen coolen Kommentar. Was ist deine Lieblingspizza? Ich meine, ja, das hier ist eine Kichererbsenpizza. Kennt wahrscheinlich keiner und jetzt deabonniert ihr mich alle. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Als erstes haben wir uns Insider auf Battleline Client gekauft, damit wir das Ganze überhaupt machen können. So, Insider, Kauf, let's go, ein Monat, ab damit, bam. Oh mein Gott, worauf habe ich mich eingelassen? Auf einmal reich. Ja, das sieht doch mal gut aus. Also ein Kill, gleich eine Pizza, add mich. Ich habe das jetzt mal dahin geschrieben. Ist ja eigentlich offensichtlich, was das heißen soll. Die Leute, die kein Battleline Client haben, tja. Pech gehabt. Ja, und dann ging es auch schon los mit der Suche nach den Spielern, denen wir eine Pizza kaufen können. So, hier ist auch schon der erste Kandidat. Komm her, mein Freund, komm her. Er hat schon mal Battleline Client, das ist schon mal sehr, sehr nice. Nur irgendwie macht er nicht viel. Okay, das war's? Ja, Leute, ihr müsst mich schon killen. Also, so geht es nicht. Oh nein. Ah. Oh, oh. Der Typ hat Mage, der wird uns so easy wegkleppen. Oh mein Gott. Der Typ hier ist ein Zuschauer und er hat Battleline Client. Ich glaube, er sieht, was über unseren Namen steht. Und jetzt ist es funny, weil er hat uns eben in der Lobby erkannt. Wait, er hat Mage, er hat Mage? Er hat Mage, er hat Mage. Der Typ hat Mage. Boah. Nein! Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein! Er hat mich geedet. Hast du Discord? Moin. Ich schenke dir eine Pizza. Einfach Margarita. Und er vertraut mir sogar, das ist krass. Jetzt haben wir die Nummer von der Pizzeria in seiner Nähe und wir können anrufen. So, wir rufen jetzt an bei der Pizzeria von Hamdado. Er will eine Margarita. Guten Abend, ich würde gerne eine Pizza bestellen. Und zwar eine Margarita-Pizza, eine ganz normale Margarita. 10 Minuten, alles klar, dankeschön. Die Pizza wird in circa 10 Minuten bei ihm sein und er wird uns dann ein Video schicken. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis der Typ sich meldet. Okay, er hat uns jetzt hier ein Video geschickt, wir schauen es mal an. Hallo, danke Feuerstein für die geile Pizza. Lasst alle ein Like und ein Abo unter dem Video da. Tschö. Oh mein Gott, ja, Kuss geht raus, Kuss geht raus. Ich würde sagen, voller Erfolg. Du hast wenigstens Glück, ich habe dir eine normale Pizza geschickt. Yo, 7 Euro, genau, ich bin reich. Ich würde sagen, der Typ hat sich auf jeden Fall gefreut. Ja, und jetzt haben wir schon weitergesucht nach dem anderen Spieler, weil wir wollen ja nicht nur eine Person beschenken. 360, bam, zack. Jetzt endet er uns, als würde ich ihm direkt eine Pizza geben. Oh Mann, let's go. Big one, you won. Let's go. Ich tue gerade wirklich nicht so, der Typ rollt uns. Oh mein Gott, okay. So, Kollege, du kriegst keine Pizza. Das ist klar, die hitten mich hier alle an. GG, GG, alle am Battleline-Client. Sie werden so hart auf mich geilen. Oh mein Gott. Er hat auf jeden Fall auch gelesen, was über meinem Namen steht, eben in der Lobby. Und... Oi, 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 oi. Let's go. Alles, alles, nur nicht dir eine Pizza schenken. Oh, und er hat sich geheilt. Nein, warte mal. Close. Saved. Nein! Ja, wie ihr mein Glück kennt, hat er uns direkt auf Gomme geedit. Dann habe ich ihm auf Discord geschrieben. Okay, da ist er. Revan. Moin. Welche Pizza willst du? Margarita. Jeder will Margarita. Okay, aber ich meine, ich nehme es hin. Ist ja irgendwie günstiger, oder? Und jetzt wird es richtig geil. Achtung. Ich habe diesen Typen keine Margarita-Pizza bestellt, sondern eine Ananas-Pizza, weil wir alle ja wissen, wie unbeliebt das ist. Seht selbst. Okay, wir rufen an. Dann hätte ich gerne eine Pizza mit Ananas. Nur Ananas. Nur Ananas. Schönen Abend. Ciao, ciao, ciao. Oh mein Gott, okay, es tut mir so leid, irgendwie diesem Typen jetzt diese Pizza bestellt zu haben, aber irgendwie finde ich es auch funny. So, jetzt nur noch auf seine Reaktion warten. Ich hoffe einfach nur, dass dieser Typ diese Pizza nicht, bevor er das Video filmt, für uns öffnet, weil sonst sieht er nämlich, dass da Ananas drauf ist. Okay, und jetzt hieß es einfach nur noch abwarten und natürlich hoffen, dass er das nicht checkt, bis er die Pizza aufmacht und das filmt. Okay, okay, Moment, Moment, Moment. Er hat jetzt diese Ananas-Pizza wirklich akzeptiert und hat nichts dazu gesagt? Danke für die Pizza. Okay, das war's. Alles klar, Kuss geht raus. Okay, und nachdem dieser Typ normal reagiert hat, was ich gar nicht gecheckt habe, haben wir dann den dritten gesucht. Okay, 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 wir sind wieder in der Mitte und ja, ich würde sagen, mich wundert's tatsächlich, dass der Typ von eben einfach diese Ananas-Pizza akzeptiert hat. Ich meine, er hat ja gesagt, er will eine Margarita. Hä? Leute, da sind mir so oft Spieler hinterher gerannt, einfach wegen dieses Name-Tags. Er liest hinter uns. Er hat's so gelesen. So, Bananen-Flavor, möchtest du die Pizza haben? Nein, okay. Aha. Ladenschluss, mein Lieber. Close. Close, 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 close. Oh mein Gott, war das close. Halbes. John Cena. Oh, nee, er lebt noch.
Aha, GG. Er will unbedingt die Pizza, ne? Dieser Typ will unbedingt die Pizza. Er hat doch ein HD-Skin. Ich denke mal auf jeden Fall, dass er liest, was über unseren Namen steht. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Wir leben noch, wir leben noch, wir leben noch, wir leben noch, wir leben noch. Nein! Er hat uns sogar schon geedit. Oh mein Gott, wie schnell ist er bitte? Ja, Nebula. Bekomme ich jetzt for real eine Pizza? Mit ihm konnten wir direkt einen Call organisieren. Deswegen haben wir direkt telefoniert. Hallo? Yo. Was willst du für eine Pizza haben? Du warst gerade am Sweaten und da hast du dir gedacht, boah, das passt perfekt, da hast du mich mal getargetet. Ja, ja. Was willst du auf der Pizza drauf haben? Salami-Pizza. Junge, so ein Ehrenmann. Ja, nachdem er sich total nett angehört hat, habe ich ihm dann einfach das bestellt, was er wollte. So, wir haben den nächsten Tag. Nebula wollte erst heute die Pizza haben. Deswegen würde ich sagen, rufen wir jetzt einfach an. Let's go. Die von Ihnen gewählte Rufnummer ist nicht vergeben. Das war wohl die falsche Nummer. Hallo, mit Salami bitte. Alles klar, 18 Uhr, ciao. Jetzt heißt es nur noch warten, bis seine Pizza da ist. Die Pizza ist endlich da, wir haben uns direkt das Reaktionsvideo gegönnt und ja, schaut selbst. Yo, Boys, was geht? So, also, der gute Feuerstein hat sich an sein Versprechen gehalten, hier ist die Pizza. Ich habe den Kanal schön abonniert, ich danke dir, habt einen schönen Tag, haut rein, Freunde. Einfach nur geil. Ich würde sagen, der hat sich auf jeden Fall gefreut. Immerhin keine Pizza mit Ananas. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt, Freunde. Schreibt gerne Hashtag am Ende in die Kommentare und damit ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, haut rein, wir sehen uns auf Twitch und jeden Samstag 11 vom Video. Ciao, ciao. Da sein? Ich werde so hops genommen. Schade. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Was?